Ja, danke. Danke für die großartige Ankündigung. Mein Name ist Tessa Ganserer. Und kein Mensch hat das Recht, mir mein Frausein und meine Geschlechtszugehörigkeit in Abrede zu stellen. Und genauso wenig hat kein Richter und auch kein Staat das Recht, darüber zu entscheiden, ob ich der Mensch sein darf, der ich bin. Aber dieses grundgesetzlich geschützte Menschenrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gilt für transgeschlechtliche Menschen in Deutschland bis heute immer noch nicht uneingeschränkt. Lange Zeit wurden transgeschlechtliche Menschen in unserer Gesellschaft stigmatisiert. Wir wurden in der Medizin, in der Psychologie katalogisiert und die Möglichkeit der amtlichen Personenstandsänderung, die erst seit den 80er Jahren möglich ist, das war kein mutiger Entschluss einer liberalen Politik, sondern dieses Recht mussten sich transgeschlechtliche Menschen in Deutschland erst in jahrelangen Prozessen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht erstreiten. Genauso wie jedes einzelne andere Recht, das transgeschlechtlichen Menschen in den letzten Jahrzehnten hier in Deutschland zugesprochen wurde, mussten wir uns vor Gericht erstreiten. Ich glaube, es gibt keine Gruppe, die so lange und so erfolgreich für ihre Rechte vor Gericht klagen mussten. Und dieses sogenannte Transsexuellengesetz, das atmet einen furchtbar schrecklich dunklen Geist schrecklicher deutscher Vergangenheit, als der Staat entschieden hat, welche Ehen annulliert werden mussten und welches Leben lebenswert ist und welches Leben sich fortpflanzen darf. An diesem Gesetz, an dem so unglaublich viel Blut und Tränen kleben, dieses Gesetz hat Familien zerstört, dieses Gesetz hat Menschen dazu gezwungen, sich zu entscheiden, ob sie ein selbstbestimmtes Leben führen wollen oder ob sie eigene leibliche Kinder haben möchten. Dieses Gesetz hat Menschen dazu gezwungen, dass sie sich zwangssterilisieren lassen mussten. Deswegen war das Gesetz von Anfang an Unrecht. Das Bundesverfassungsgericht hat in insgesamt 6 Einzelentscheidungen Teile dieses Gesetzes für grundgesetzwidrig erklärt. Geblieben ist aber bis heute ein langwieriges und ein teures bürokratisches Verfahren, das extrem übergriffig und entwürdigend ist. Wir müssen einem Richter einen ausführlichen Translebenslauf vorlegen. Ich meine, das ist absurd. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, ob ihr einen schwulen Lebenslauf braucht, einen Lesbenlebenslauf? Oder stellt euch vor, wir würden von den Heterosexuellen einen Hetenlebenslauf fordern, damit sie heiraten können. Das ist doch absurd. Das ist absurd. Und es ist nicht nur absurd, sondern es ist total entwürdigend und übergriffig. Und deswegen muss dieses entwürdigende Verfahren endlich abgeschafft werden. So. So. Test, Test. Das klappt. Die Geschichte heißt Wir, das Kind. Ich erfuhr von einem Menschen, der starb. Und dessen Geist oder Seele oder wie auch immer das bezeichnet werden kann, von einem mystischen Wesen erfuhr, das Kind zu sein. Es würde wiedergeboren werden, in einer anderen Zeit, auf einem anderen Kontinent. Es könne sich sogar selbst begegnen. Tatsächlich tat es dies auch immer wieder. Jedes Mal erfuhr es von anderen und irgendwann begegnete es mir. Und auch ich erfuhr von diesen anderen. An ein paar Dinge erinnere ich mich noch. Ich erfuhr von einem Menschen, der auf dem CSD in Münster 2 Frauen verteidigte, vom Täter geschlagen wurde, zu Boden fiel, dessen Kopf auf den Kantstein aufschlug und der einige Tage später an seinen Verletzungen starb. Gestern, um genau zu sein. Malte.
2022. Ich erfuhr von Menschen, die nicht wussten, dass der Kampf gegen toxische Männlichkeit kein Kampf gegen Männer ist, sondern für gesunde Männlichkeit. Manche erzählten, sie würden alle Frauen hassen. Zwei von ihnen wurden Täter. Einer, um nicht von den anderen als schwach gesehen zu werden. Der andere vergewaltigte, weil er nicht wusste, wie man sich gefühlvoll anderen annähert. Einer brachte sich um, weil es zu viel war mit den Emotionen und darüber zu reden, als Mann ja nicht gehe. Nur trainieren geht und große Gebärden, sich über Macht und Geld definieren. Ich wünschte, sie alle wären ein gesunder Mann oder werden es noch. Ich erfuhr von Menschen, die erzählten, dass sie alle Männer hassen würden, aus eigenen Verletzungen heraus andere verletzten, über den Kamm scheren und einige so erst in den toxischen Kreislauf mit reinziehen, die durch toxische Weiblichkeit sich gezwungen sehen, besonders empathisch, gefühlvoll, emotional, intelligent sein zu müssen, am besten moralischer als alle anderen, sich übertrumpfen im Konkurrenzkampf und sich den Druck machen, besonders schön sein zu müssen, besonders glücklich zu wirken, Sucht nach Bewunderung, Erfolg und Vergleich. Neid, den man als Bewunderung inszeniert und hinter einem bezaubernden Lächeln möglichst authentisch versteckt. Ich wünschte, sie alle wären eine gesunde Frau oder werden es noch. Ich erfuhr von Menschen, die innerhalb ihrer Community andere ausschlossen, weil sie nicht trans genug, nicht queer genug wären, weil bi-plus-sexuelle Menschen ja nur nicht zu ihrer Homosexualität stehen würden, weil sie nicht schwarz genug wären, ihre Kultur verleugnen würden, weil sie ja nur leicht und nicht sichtbar behindert wären, weil sie als jüdische Menschen trotz der Erlebnisse des Holocaust in Deutschland leben würden. Ich erfuhr von einem Menschen, einem Vater, der seinen Sohn mit den Worten anschrie, du bist schwul, und ihm ein Messer über den Hals zog, das die Halsschlagader knapp verfehlte. Das Kind überlebte. Seran, zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Nämlich, dass es mittlerweile anerkannter Stand der Wissenschaft ist, dass das Geschlecht eines Menschen nicht allein anhand von körperlichen Merkmalen feststellbar ist, nicht allein anhand von Chromosomen oder Hormonstatus, sondern dass es im Wesentlichen um das Wissen um die eigene Geschlechtlichkeit anbelangt. Das hat die CDU bis heute noch nicht begriffen. Aber es geht nur weiter. Diese transfeindlichen Narrative, diese Schwafeln von einem angeblichen biologischen Geschlecht zeigt, dass dieser CDU die Grundrechte von transgeschlechtlichen Menschen scheißegal sind. Scheißegal. Denn das letzte Bundesverfassungsgerichtsurteil, das die Zwangssterilisierung als grundgesetzwidrig erkannt hat, die seit 2011 dafür gesorgt hat, dass transgeschlechtliche Menschen ohne körperlichen Eingriff eine amtliche Personenstandsänderung vornehmen können. Dieses Urteil ist mittlerweile 12 Jahre alt und die Union hätte über 10 Jahre Zeit gehabt, diesen grundgesetzwidrigen Passus aus dem Gesetz zu streichen. Sie haben es aber nicht getan. Nicht getan, weil ihnen die Grundrechte von uns scheißegal sind und weil sie ihnen wahrscheinlich nicht recht ist, dass es uns gibt, dass wir so sind, wie wir sind, und weil es ihnen nicht passt, dass wir unser Leben führen. Und deswegen sind diese transfeindlichen Narrative von der Union so gefährlich, weil sie die Transfeindlichkeit in Teilen dieser Gesellschaft schüren. Und meine Siblings, meine Brüder und Schwestern draußen auf der Straße spüren es jeden Tag, bekommen es jeden Tag ab. Und es wird nur dazu führen, dass es Wasser auf die Mühlen der AfD ist und dass die Gesellschaft gespalten ist. Aber das macht mir keine Angst, weil ich hier sehe, dass wir uns als Community nicht spalten lassen, weil ihr heute hier seid und euch für Transrechte stark macht. Deswegen danke, dass ihr für unsere Rechte mit auf die Straße geht. Danke, dass ihr hier seid. Happy Pride Hamburg! Ich erfuhr von Menschen, die all dies hörten und Angst bekamen,
weil sie nicht mit so viel Kritik, Negativität konfrontiert werden wollen oder Angst haben, ihr eigenes Anderssein zu erkennen oder Ähnliches zu erleben. Die all die schönen, positiven Dinge nicht kennenlernen, frei von Erwartungen und Rollenbildern zu leben, keine Angst haben zu müssen, sich mal zu verändern, anders zu lieben oder zu leben, zu merken, wie viel Sicherheit und Hoffnung und Miteinander es in diesem Bereich gibt. Dass diese Bereiche nicht auf einer anderen Seite sind, sondern wir alle als Menschen von etwas mehr Aufklärung zur Identität profitieren. Weil Vielfalt nicht diese schrillen, bunten, nervigen Menschen sind, weil wir alle diese Vielfalt sind, ob rechts oder links, Mann oder Frau oder divers, dass es nicht um diese Kategorien geht, sie nur Orientierungen sind, weil wir alle einzigartig anders sind. Ich erfuhr von einem Menschen, dass ich gestorben bin. Es war eigentlich kein Mensch, sondern das mystische Wesen vom Anfang. Ich würde wiedergeboren werden, in einer anderen Zeit, auf einem anderen Kontinent. Ich könnte sogar mir selbst begegnen, so wie ich es jetzt tue. Es schockierte mich besonders, dass ich anscheinend auch Hitler war und alle jüdischen, schwarzen, behinderten Menschen, alle, die er umbrachte. Alles, was ich anderen antat, tat ich mir selber an. Wenn ich wiedergeboren werde, würde ich all meine Erinnerungen an die anderen Leben wieder vergessen. Sonst würde dies mein Verstand nicht aushalten. Ich wäre ja noch ein Kind. Erst wenn ich alle Leben zu jeder Zeit gelebt hätte, wäre ich erwachsen und so wie das mystische Wesen. Dieses Mal vergaß ich nicht alles. Als ich das Ausmaß davon begriff, schrieb ich mir diese Geschichte.